Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Trotz meiner großen Termindichte bin ich sehr, sehr gerne hier, weil ich denke, dass das, was ich heute noch beitragen kann, eine Perspektive noch eröffnet, die wir leider sehr häufig aus den Augen verlieren. Vielen Dank auch für die nette Vorstellung. Ich bin seit Anfang des Jahrtausends nicht mehr Mitglied in der CDU. Ich war dort auch nur zahlendes Mitglied, weil ich einfach in einer nordrhein-westfälischen Provinz gewohnt habe, die sehr ideologisch durchgerötet und gegrünt war. Und da dachte ich, man muss den damals noch einzigen konservativen Kräften ein bisschen zahlend unter die Arme greifen. Also Anfang des Jahrtausends bin ich ausgetreten, aber ich streue Salz auf mein Haupt. Die erste Runde Merkel habe ich auch noch gewählt. Also ich entschuldige mich offiziell dafür. Gut, zu meinem Studium muss man vielleicht noch wissen, ich habe laut Lebenslauf lange studiert. Das habe ich gerne gemacht, weil ich viel wissen wollte und in den großen Lücken zwischen den einzelnen Vorlesungen und Seminaren meiner Fächer Englisch, Französisch und Pädagogik habe ich nicht im Asta rumgesessen und mir einen gekifft, sondern ich habe Vorlesungen besucht in Psychologie, in Soziologie, in Philosophie und in Neurolinguistik. Das muss man wissen, wenn man meinen Vortrag jetzt hört, weil der Zusammenhang, den ich herstellen werde, sich bei all diesen Fächern auch bedient, um ein Gesamtbild zu schaffen, an dem wir oft mit unseren sehr treffenden Diagnosen und auch Analysen trotzdem vorbeischrappen. Und wir müssen ja wissen, wer unsere Familien vernichten möchte, wer sich an unserer Art hier zu leben in Europa stört und was sie dafür für Steuergeld finanzierte Mittel in Deutschland, aber auch von Deutschland aus europaweit einsetzen. Das möchte ich immer wieder in Erinnerung rufen. Und noch eines, ich habe auch das ein oder andere Interesse schon immer aufgebracht für Politik und war noch nie für Sozialismus zu haben, weil in meinen frühesten Kindheitstagen noch an der Schule habe ich gelernt, dass Sozialismus die Probleme immer selbst erschafft, die er dann zu lösen vorgibt. Das sehen wir jetzt im Moment beispielhaft sehr gut an der CO2-Steuer hier in Deutschland, die zum Weltklimarettungserfolg führen soll, aber in den Portemonnaies der Menschen nur dazu führt, dass weniger Geld da ist, sodass natürlich die sozialistische Lösung wieder so aussehen muss, dass man den angeklagten Reichen mehr wegnehmen muss, um das Geld dann umzuverteilen an die Leute, die kleinen, dicken, die nicht fliegen können. In Bezug auf die Familie, und damit geht es jetzt im Grunde genommen los, ist Sozialismus etwas, was schon lange wirkt und erstaunlicherweise auch durch die CDU begünstigt wurde, die Deutschland ja sehr lange regiert hat. Dazu habe ich mir zusammen mit dem wissenschaftlichen Dienst angesehen, wie sich die Mütterrente entwickelt hat seit dem letzten Krieg. Das ist auch ein Dokument, was Sie abrufen können beim Deutschen Bundestag, beim Wissenschaftlichen Dienst. Und gerade auch unter CDU-Regierungen mit alleine oder mit mannigfaltigen Koalitionspartnern nimmt die Mütterrente deutlich ab, will heißen auch die Wertschätzung für Familienarbeit und das Muttersein an sich. Und wir kommen dorthin, wo Frauen zur Arbeit gezwungen werden unter dem Dogma, wer nicht arbeitet, bekommt auch keine Rente und hat keine Rente verdient. Und da sind wir im Grunde genommen heute. Gut, das nur so als Intro, als einführende Worte. Was verstehen wir denn unter Familie? Wir haben es schon gehört, Eltern, Geschwister, Großeltern und entfernte Verwandte, das ist irgendwie die erste Heimat, in die wir hineingeboren werden. Dort darf man sein und wird akzeptiert, so wie man ist, kann sich ausprobieren, kann seine ersten Differenzen ausfechten, aber weiß immer, dass das soziale Netz da ist in intakten Familien, dass man immer aufgefangen wird und dass man immer lieb gehabt wird, trotzdem, trotz und mit allem. Kinder erlernen in diesen Familien Urvertrauen, Liebe und Geborgenheit, wobei Mutter und Vater zu unterschiedlichen Zeiten für Kinder wichtig werden. Je mehr Familienzeit existiert,
desto besser sind Kinder psychologisch stabil ausgestattet für Bindungen, können diese eingehen, pflegen und erhalten und lernen auch, wenn Familien und Ehen stabil bleiben, dass man Konflikte gemeinsam durchsteht, auch schlimmen Streit wieder kitten kann und dass die Familie das ist, was zusammenhalten kann. Das sind Grundvoraussetzungen, die die Basis unserer Gesellschaft stellen, wie wir als Gesellschaft miteinander funktionieren und wohin die immer stärkere Vereinzelung des Individuums führt, bis hin zur Darstellung des Menschen als Konsumenten, der auch Beziehungen, Geschlechtsverkehr, aber auch Kinderkriegen abkonsumiert. Also man hat ja mehr oder weniger ein Recht auf ein Kind. Egal wie fruchtbar die Beziehung von der Biologie her aus ausgestattet ist, und damit spiele ich jetzt eben auch auf die von der Natur aus nicht fruchtbaren Beziehungen an, all diese leiten für sich ab, sie hätten ein Recht auf ein Kind, und Kinder verkommen meiner Meinung nach so immer mehr zum Konsumgut. Heimat ist dort, wo man sich wohl und geborgen fühlt, und Familie sollte dieser Ort sein. Und damit das so ist, brauchen diese Bemühungen aller. Familien funktionieren nur, wenn alle sich bemühen, feste Regeln gelten, Werte und Traditionen. Wir haben heute schon mal etwas aus Indien gehört, das fand ich ganz witzig, weil ich auch ein Beispiel aus Indien habe, weil wir in unserem Land, Deutschland, ja nicht zurückblicken darf auf Zeiten, in denen Familien noch funktioniert haben, weil dann plötzlich immer die dunkle Zeit mitten im Raume steht und das alles immer dreckig und schmutzig wird, sodass wir uns das nicht wünschen dürfen. Aber wir können nach Indien gucken, die haben das Problem nicht. Und in Indien sind die wichtigsten Menschen für die Gesellschaft die Kinder und die alten Leute. Warum? Weil sie dort Gott, den Göttern, am nächsten sind. Abgesehen davon sind natürlich diese Altersgruppen am schutzbedürftigsten, und die Menschen in Indien sind in der Fürsorgepflicht. Die Menschen, nicht der Staat. In Deutschland und auch in den meisten westlich geprägten Ländern wurde diese natürlich gewachsene Ordnung durch die Arbeitswelt und ideologisch geprägte Politik aufgebrochen. Wir leben ja mittlerweile in einem Land und in einem Staatenbund, wo sich einzelne Staaten aufschwingen, besser für Familien oder Familienmitglieder sorgen zu können als die Einzelnen selbst. Und das habe ich als die positive Errungenschaft von Corona gesehen. Corona hat noch einmal gezeigt, dass das einfach nur leere Worthülsen sind und mitnichten der Staat überhaupt in die Fußstapfen einer Familie, die funktioniert, treten kann. Während Corona haben in Deutschland vor allen Dingen doppelt belastete, Alleinerziehende, aber auch intensiv abhängig beschäftigte Eltern gelitten, die sich nämlich zusätzlich um die Schule und um ihre Kinder kümmern mussten, weil all die Segnungen, die uns unsere Staaten versprochen haben, nämlich Kinderbetreuung und so weiter, nicht funktioniert haben. Die Kinder mussten zu Hause sein, und das Zuhause war die Familie und nicht der Staat. Das hat natürlich vielen nicht gefallen. Uns hat das sehr gut gefallen, weil uns das mit der Wertigkeit, auf die wir bestehen für Familien, einfach wieder Recht gegeben hat. Auf der anderen Seite sehen wir in unseren Staaten, gerade auch in Deutschland, Kindergärten als Ausdruck der staatlichen Übernahme von Kindern. Der Herr Scholz, dieser G20, Warburg und so weiter, Herr Scholz hat als Innensenator von Hamburg noch den Spruch geprägt, man wolle die Lufthoheit über die Kinder betten. Und manchmal sagen sie uns ja, was sie vorhaben, nämlich eben diese Lufthoheit, um möglichst früh in der wichtigen Prägungsphase der Kinder schon einwirken zu können. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland die Verstetigung der Altenpflege, Tagespflegestätten, Altenheime, Seniorenresidenzen, nennen wir sie, wie wir wollen. Aber beispielsweise schon als ich bin Geburtsjahr 70, noch ein Kind war, fing es schon an, normal zu sein, unsere Senioren wegzugeben aus den Familien. Oftmals unter großem Bedauern und Herzeleid, weil einfach beide Elternteile berufstätig waren und
sich nicht kümmern konnten. Heute ist das normal. Ja? Also die Kinder, die mit meinen kleinen Kindern in die Grundschule gehen, besuchen, wenn sie es überhaupt tun, Omi und Opi in der Seniorenresidenz. Und das ist normaler Bestandteil des Lebens. Ich werde immer befremdet angeschaut, wenn ich sage, Mensch, Nicole, warum vermietest du nicht in deinem Haus? Hast du doch noch eine Wohnung frei, warum vermietest du die nicht? Du könntest sie an syrische Flüchtlinge beispielsweise vermieten. Und ich sage immer, nein, diese Wohnung ist an meine Eltern vermietet. Und wenn meine Eltern sagen, sie kommen zu mir nach Hause in diese Wohnung, dann werde ich mich um meine Eltern kümmern. Und das ist für uns völlig normal. Ja, das kann aber kaum noch jemand. Wer kann sich das leisten, sich um seine Eltern zu kümmern? Der Otto-Normalbürger in Deutschland sehr selten. Dieser Zwang zur Erwerbstätigkeit lässt kaum Spielräume für Alterspflege oder eigene Kinderbetreuung. Gut, dann habe ich die Folie 4. Niemand ist natürlich unbeeinflussbar und diese Zustände in Deutschland und in Europa, die entstehen nicht aus dem Nichts. In Europa gab es keine Kulturrevolution wie in China. Das hat hier nicht funktioniert. Das würde auch nicht funktionieren im Europa der Aufklärung, des Lumières, ja, in einem Europa der Dichter und Denker, in einem Europa mit so vielen geisteswissenschaftlichen Errungenschaften, das auch noch durchaus wehrhaft war, hat eine solche Revolution keine Chance gehabt, auch keine leninistisch-stalinistische radikal-gesellschaftliche Umbruchphase, hat bei uns auch nicht funktioniert, aber philosophisch haben sie uns das eingeschlichen, europaweit. Und ab 1970 im Grunde genommen begann die Pathologisierung der Familie durch die Psychologie. Warum aber? Psychologie gab es ja auch schon immer, Platon, Aristoteles, Sokrates. Familien stehen dem Umbau der Gesellschaft entgegen. Ich habe das vorhin gesagt, warum. Und die Familien haben aber gleichzeitig auch jede Menge Schwächen, wo sie angreifbar sind. Familien wollen nämlich überleben und die sind immer zu kriegen über den Geldbeutel oder über Dinge, wo sie teilhaben wollen als Familie, wo die Kinder ein Hobby machen wollen oder wo Kinder studieren wollen und nicht in jedem Land durfte jeder studieren beispielsweise. Man musste bestimmte Dinge erfüllen, deswegen sind Familien eben auch Einfallstore für staatliche Ideologien, wenn bestimmte Dinge in der individuellen Entwicklung in Anspruch genommen werden wollen. Gleichzeitig haben wir die Tendenz hier in Deutschland, aber auch Europa und weltweit, zu Sprachverboten. Ja, man darf bestimmte Sachen gar nicht mehr sagen oder denken. Wir haben schon einen Ausblick in die Demografie bekommen. Und wenn man die Tatsachen beim Namen nimmt, dass nämlich also die schon länger hier leben, sich nicht ausreichend fortpflanzen in Deutschland, um das Staatsvolk zu erhalten, dann ruft das den Verfassungsschutz auf den Plan. Und man ist ein böser Rechter, wenn man darauf hinweist, dass dadurch, dass so viele Menschen von anderswo kommen und im Grunde genommen immer mehr Raum greifen, während dem die deutsche Bevölkerung, der hier schon länger Lebenden, immer weniger wird, dann ist das ein Fall für den Verfassungsschutz. Ja, der Staat geht immer mehr in Richtung Sozialismus oder ist in diese Richtung schon lange abgebogen und hat ein maßgebliches Interesse daran, die bestehende Familienstruktur aufzubrechen. Denn eine funktionierende Familienstruktur im Idealfall über Generationen hinweg ist die letzte Bastion zwischen dem Staat und der völligen Vereinzelung, aber auch Indoktrination unserer Kinder. Ja, schauen wir uns mal an. Wir haben hier ein tolles Schaubild und das ist echt ein Ding. Ich habe vorhin gesagt, Psychologie und Neurolinguistik. Jetzt sind wir beim Nudging und Framing. Das ist eine Seite aus einem Buch der Landeszentrale für politische Bildung, was in Demokratie heute in den 7. Klassen gelehrt wird. Und man kann also schauen, wie die klassische Familie dargestellt wird, Eltern verheiratet, natürlich mit, im Idealfall mit leiblichen Kindern und die erweiterte Kernfamilie mit Großeltern. Bei der modernen Familie
Schauen wir mal, da haben wir die Eltern verheiratet oder unverheiratet mit leiblichen Kindern, Adoptiv- oder Pflegekindern. Wir haben die Patchwork-Stieffamilie, wir haben die unverheirateten Paare mit leiblichen Kindern, wir haben gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit Regenbogenfamilie, wie auch immer die zu ihren Kindern kommen. Weil da auch das ruft im Grunde genommen hervor, dass ich als Referentin jetzt eine böse Rechtsextreme bin, dass ich sage, homosexuelle Paare sind von der Natur nicht zur Fortpflanzung begünstigt. Das ist eine biologische Realität und diese biologische Realität wird als rechtsextrem geframed. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen in den Ländern auch so ist, bei uns ist das mittlerweile so, finde ich hochinteressant, weil ja die Realität, also die Biologie steht diesem Framing eigentlich entgegen. So, dann haben wir noch Alleinerziehende. Und jetzt frage ich Sie mal, wo sind denn die Großeltern? Die haben wir schon weggeparkt, die haben wir schon weggeframed, die haben wir ins Altersheim, die Seniorenresidenz und so weiter weggetan. Die sind aus unserer Familienrealität, laut Landeszentrale für politische Bildung, wird im 7. Schuljahr gelehrt, schon getilgt. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Großkampfstelle für alle Fraktionen in allen Parlamenten, in allen Ländern Europas, darauf, auf dieser Baustelle, auf dieser Großkampfstelle darauf zu dringen, dass Großeltern selbstverständlich ein Teil der Familie sind und nicht in der 7. Klasse schon weg erzogen werden. Dann haben wir noch andere Lebensformen, das finde ich auch ganz interessant, nämlich verheiratete Paare ohne Kinder, unverheiratete Paare ohne Kinder, Singles oder Lebens- und Wohngemeinschaften. Ich weiß nicht, fällt jemandem auch das auf, was uns aufgefallen ist, als wir das betrachtet haben? Eigentlich gehören gleichgeschlechtliche oder Partnerschaften unter dem Regenbogen ja auch in das Segment Lebensformen keine Kinder, weil sie ohne medizinische Hilfe, ohne die Hilfe von außen ja nicht zu Kindern gelangen können. Und jetzt haben wir aber durch das Framing und das Nudging diese Familien in das Zentrum gerückt zur modernen Familie. Und was ich auch ganz interessant finde, schauen Sie nochmal auf die moderne Familie. Wo ist denn die klassische Familie? Die gibt es gar nicht mehr. In dem Framing, was unsere Kinder im 7. Schuljahr lernen, ist die klassische Familie nicht mehr vorgesehen. Und deswegen ist eine der wichtigen Botschaften, die ich heute an Sie habe, schauen Sie genau, was Ihre Kinder in Ihren Ländern und Bundesländern an den Schulen lernen, was Familienbilder anbetrifft. Bei uns ist es mittlerweile so. Und jetzt mache ich Ihnen noch ein bisschen Druck dazu, weil wir in Deutschland unglaublich viele Stiftungen haben, die unglaublich viele Gelder bekommen. Und diese sind auch in anderen Ländern Europas mit Dependancen vertreten. Und die bringen die Segnungen dieser deutschen Geschichte in alle Länder Europas und in alle Länder dieser Welt. Und damit meine ich jetzt nicht nur die parteinahen Stiftungen, sondern besonders auch die Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Das ist eine der größten Geldumverteilungsmaschinerien, die es in Deutschland gibt, Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Diese Stiftung bekommt auch, wahrscheinlich auch auf eigene Anfrage hin, vom Bundestag ständig einen Kuratoriumsbeisitzer der AfD-Fraktion verwehrt. Eigentlich müsste diese Stiftung einen von uns, von der AfD-Fraktion, auch im Kuratorium sitzen haben, damit eben geschaut werden kann nach der Mittelverwendung, nach den Projekten, die dort angestoßen werden. Das wird uns aber verwehrt. Und wenn man alleine schon schaut, was hier offiziell in den Lehrbüchern steht für die 7. Klasse, dann ist das auch kein Wunder, warum das so ist. Gut, das fasse ich jetzt ein bisschen kürzer bei der Folie 6. Die Angriffe haben wir schon gehört, nehme ich an, frühkindliche Erziehung, da fällt auch die Sexualerziehung zur Vielfalt an den Schulen darunter. Ich weiß nicht, wie das in anderen europäischen Ländern ist. Bei uns hat jedes Bundesland einen Lehrplan zur Erziehung zur Regenbogenvielfalt. In Rheinland-Pfalz nennt sich das, wo ich derzeit wohne,
Vielfalt unter dem Regenbogen. Und das beginnt ab der Kita. Jedes Bundesland hat das. Und die sind unterschiedlich mit Maßnahmen versehen, unterschiedlich mit Geld aus den Landeshaushalten hinterlegt, aber eben auch aus Stiftungen. Die finanzieren sich auch gerne so ein bisschen quer aus Demokratie, Leben und so weiter, wird auch auf Vielfalt gedrungen. Und dann schaut man, dass einfach das Bild, was wir eben gesehen haben, die moderne Familie, die klassische Familie immer mehr an den Rand drängt. Diese Erziehung in Kita und Schule ist wichtig, Jugendarbeit ist wichtig, man versucht immer mehr Jugendliche, wie in dem Buch Die Welle, ich weiß nicht, wer von Ihnen das kennt, es gibt es auch zweimal verfilmt, ich kann das nur empfehlen, Jugendliche in eine Jugendphilosophie hineinzutreiben, wo die Peer Group eben vorgibt, beispielsweise du musst freitags für das Klima hüpfen, oder du musst Regenbogen ganz toll finden und wir marschieren auf den Christopher Street Days unterm Regenbogen, um Dinge sichtbar zu machen. Hinterfragt wird nicht mehr, das ist nicht gewünscht. In den Schulen und in den Kitas wird der politisch korrekte Korridor immer mehr eingeschränkt. Das ist auch Politik in Bund und Ländern, dass die Grenzen des Sagbaren immer mehr eingeschränkt und verschoben werden. Das sehen wir auch im Internet. Zu Beginn 2017 haben wir noch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesehen und einiges andere, um auch die freie Meinungsäußerung im Netz, wenn die Meinung nicht gefällt, immer häufiger mit dem Vorwurf der Hass und Hetze belegen zu können, um eben bestimmte Bilder durchsetzen zu können. Also wir haben Nudging Framing auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die gesetzlichen Eckpunkte eines immer enger werdenden Denkkorridors, wo unsere Jugendlichen sich befinden sollen. Ja, Arbeitsleben, wenn man ins Arbeitsleben im Moment eintritt, wird man schon gefragt, wie man politisch verortet ist. Ob man beispielsweise den Holocaust leugnet, habe ich gestern gehört von einer Schülerin, die sich gerade bewirbt bei verschiedenen, bei Banken, bei der Bundeswehr, also ganz unterschiedliche Berufe hat sie jetzt mal abgefragt und sie ist unter anderem gefragt worden, ob sie den Holocaust leugnet, ob sie der klassischen Familie zugeneigt sei, ob sie sich vorstellen kann, mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerin zusammenzuleben. Und ganz ehrlich, also ich bin beinahe aus dem Stuhl gefallen gestern, weil das Fragen sind, die sind so, die haben so wenig mit dem Arbeitsleben zu tun. Wer von Ihnen hatte im Arbeitsleben, gut, wir sind jetzt Politiker, aber wo muss ich in einer Bankkaufmannslehre mich zum Holocaust äußern? Oder wen geht das etwas an, ob ich mir vorstellen kann, in meinem intimsten privaten Kämmerlein eine Beziehung zu haben zu einer Frau? Oder das geht doch niemandem irgendwas an. Und das wird heutzutage öffentlich abgefragt im Beisein der Gleichstellungsbeauftragten und im Beisein des Betriebsrates. Da kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Aber so weit sind wir. Da werden Leute unter Druck gesetzt und verlieren ihre Jobs, weil sie beispielsweise zu laut gegen Abtreibung gesprochen haben oder. Also wir haben Sanktionen in der Gesellschaft, die politisch induziert sind. Und dazu kommen wir auch nochmal. Dann haben wir Sprache. Wir wissen, dass Sprache Gedanken ausdrückt. Was wir nicht sprechen können, können wir auch nicht denken. Diese Weisheit ist schon uralt. Und immer wieder wahr, wenn ich keine Worte mehr habe, um meine Gedanken zu fassen, dann finden bestimmte Gedanken gar nicht mehr statt. Und das führt zu einer Cancel Culture, sondersgleichen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in Ihren Ländern ist, aber in Deutschland haben wir schon Probleme mit Pippi Langstrumpf und dem Negerkönig in Takatuka-Land. Wir haben Probleme mit vielen verschiedenen Autoren, Tom Sawyer und so weiter. Das ist alles Teil einer Politik, die uns Gedanken verwehrt, die uns Wörter nimmt, die Grenzen des Sagbaren und des Denkbaren einschränken möchte. Und dazu gehört eben auch das Gendern. Ich habe das sehr wohltuend zur Kenntnis genommen, dass ich der nächste Referent bin. Ja, weil ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass jeder sieht, dass ich eine Frau bin. Und ich bin sehr dankbar, dass ich nicht mit meinen sexuellen Attributen extra benannt worden bin, weil dann fühle ich mich sexistisch angefasst. Und keine Frau, die ihren Weg gemacht hat, möchte, dass die
sexuellen Merkmale und Ausprägungen die Dinge sind, die an ihrer Persönlichkeit und an ihrer Befähigung am meisten hervorstechen. Das geht einfach nicht und dagegen wenden wir uns natürlich auch. Gut, Alter, ja. Zu Alter fällt mir vor allen Dingen ein, dass wir Parteien im Bundestag haben, die sich jetzt warmlaufen für eine Koalition, die gerne das Alter für die Selbstverstümmelungsversuche von sogenannten Transgender-Kids senken möchte auf 14 Jahre. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein bisschen psychologische Kenntnisse hat oder selbst Kinder hat oder sich vielleicht auch an früher erinnert. Das ist so die Phase 14, 15, 16, wo man die Pubertätswehen durchläuft, wo man nicht weiß, ob man Fisch oder Fahrrad ist, ob man sich wohlfühlt in seinem Körper, wie man steht zu sich und der Welt. Und das ist vor allen Dingen eine Phase, in der Jugendliche auch zu haben sind für einfache Lösungen. Dort entstehen Rauchabhängigkeiten, dort entstehen viele Prägungen, die das ganze Leben bleiben. Und eine einfache Lösung ist eben auch, dass man diagnostiziert, ach Mensch, du hast die ganzen Probleme, deine ganzen pubertären Anpassungsschwierigkeiten, weil du Transgender bist. Du bist einfach im falschen Körper. Und wir helfen dir, du schluckst Hormone und wir helfen dir. Und dann kann man den Schniebi abschneiden und wir bohren dir ein Loch hin, wo keins hin muss. Oder andersrum, also ist ja, ich habe mich mit den Details jetzt nicht so auseinandergesetzt für den Vortrag heute. Das ist auch schwer zu verstehen, wie verzweifelt man sein muss, um das an sich tatsächlich vornehmen zu lassen. Das gibt es. Ich respektiere jeden Menschen jenseits einer bestimmten Altersgrenze mit Lebenserfahrung, der das für sich so sieht, aber nicht bei einem 14-jährigen Kind. Ja, das ist ein Menschheitsverbrechen. Gut, die Kinder- und Jugendzeit, habe ich gerade schon gesagt, prägt. Jetzt schauen wir uns mal Beispiele an. Wenn die Sprache verändert wird bis zur Unkenntlichkeit, werden viele abgehängt. Und das betrifft vor allen Dingen auch Anglizismen in der deutschen Sprache. Es können nicht alle Englisch und manche Anglizismen sind auch einfach doof. Ich erinnere an das Public Viewing. Das ist eigentlich eine öffentliche Aufbahrung. Und wir gehen, wenn wir Fußball schauen wollen, zum Public Viewing. Und eigentlich sagt dann jeder, das ist völliger Quatsch, was ihr erzählt. Oder das Handy heißt auch nur bei uns Handy. Ist egal. Aber Sprache ist Identität und es sagt sehr viel darüber aus. Die AfD-Fraktion hat schon im Bundestag gefordert, die deutsche Sprache als Staatssprache in das Grundgesetz aufzunehmen. Da hat natürlich niemand zugestimmt. Das ist ja auch nicht das Ziel, weil derjenige, der die Sprache bestimmt, bestimmt auch unsere Prägungen von außen. Und das, was transportiert wird mit diesen ganzen 68 Geschlechtern oder auch viel von dem Kampffeminismus unserer neuen Femokratie hier in Deutschland, stammen eben aus dem englischsprachigen Ausland. Gut. Weiter? Ja, das ist ein Beispiel, das wollte ich Ihnen unbedingt mitbringen, weil das die deutsche Politik in der sogenannten Gesundheitsvorsorge und Kriminalitätsprävention an die Kindergärten so bringt. Und zwar im Nachgang an die Professoren Sielert und Kentler, sollte man auch gut im Kopf haben. Und diese Sozialpädagogik ist so pervers, dass sie Kindern Fragen beantwortet, die die gar nicht gestellt haben. Also im bestimmten Alter ist es zum Beispiel normal, dass sich Mädchen schubbern. Die hinterfragen das aber auch nicht und die müssen das auch nicht hinterfragen, weil das kein kognitiver Akt ist, sondern das ist eine reine triebgesteuerte Auslebung von sich selbst wohltun, was nicht hinterfragt wird. Wenn man das hinterfragt, führt das zu Peinlichkeit und zu Scham. Und diese bildliche Darstellung, die wir hier sehen, ist sehr deutlich schamverletzend, weil gerade diese Kinder haben festgestellt, dass zwei verschiedene Paar Schlappen unterm Bett stehen und fragen dann Mama und Papa, wie denn, woher denn die Kinder kommen und die bringt ja nicht der Storch. Aber man fragt das in vertrauensvoller Atmosphäre in der Familie und nicht in einer staatlichen Institution.
Das ist aber Teil von der Pädagogik, die stattfindet. Beispiel aus dem Kindergarten hier, dieses Buch. Und da gibt es noch andere Seiten. Hattest du die noch gefunden? Sei so lieb und blätter mal um. Das meinte ich jetzt nicht. Aus dem Buch Lisa und Jan gibt es noch Seiten, wo man beispielsweise sieht, wie das Mädchen mit gespreizten Beinen über einem Mensch-ärger-dich-nicht-Brett sitzt und in einem Anfall von Exhibitionismus, also ja genau, alles zeigt, was sie so haben. Und dann gibt es den Jungen, der sich anfasst unter der Bettdecke. Es gibt noch andere Bilder, wo ein Kind, dessen Geschlecht man nicht näher definieren kann, den Jungen anfasst. Ja, dann die Nacke da ist da, allen möglichen Alters. Das sind Dinge, die unseren Kindern an den Kindergärten beigebracht werden und an den Schulen. Das führt zu einer Zerstörung der Scham. Und Kindern, die schamverletzt sind, Kindern, die sind offener und halten das für normal, wenn sich beispielsweise pädosexuelle Päderasten ihnen nähern, ihnen komische Angebote machen und sie auch auf eigentlich schamverletzende Art und Weise berühren. Das passiert angeblich von der Politik befürwortet zum Schutze unserer Kinder, damit sie die Worte haben, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Wir sehen das ein bisschen anders. Denn die Überlegung, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, wenn man weiß, dass die Grünen in ihrer Anfangszeit eine Arbeitsgruppe Schwups hatten, Schwule und Päderasten, und man weiß, dass das die Ideologie ist, die besonders auch die Grünen vorantreiben, dann wirft das eben eigentlich keine Fragen mehr auf. Gut, gehen wir mal weiter. Ja. Familienpolitik in Deutschland ist ja im Grunde genommen nicht existent, außer mit schön klingenden Gesetzen aus einem SPD-geführten Ministerium, einer vormals promovierten, jetzt nicht mehr natürlich amtierenden Ministerin, die Frau Giffey. Und eine dieser Geschichten ist das starke Familiengesetz. Sie erinnern sich, dass ich sprach von Nudging und Framing. Das ist so ein klassisches Beispiel dafür, weil hier gezeigt wird, starke Familiengesetz, das transportiert etwas. Das transportiert diese Regierung, stärkt die Familien. Und wenn wir mal genauer schauen, um was es da geht, was sagt denn die Frau Giffey, was hat sie da gesagt? Wir wollen der Kinderarmut in Deutschland etwas entgegensetzen. Als sie mit diesem Gesetz in Berlin-Wedding zusammen mit Arbeitsminister Heil das Ganze vorstellte, weil natürlich mit dem Imperativ, Handlungsimperativ noch immer ist jedes fünfte Kind in der Bundesrepublik von Armut bedroht oder erlebt sie täglich, und da muss jetzt ein starkes Signal her und ein starkes Gesetz, also das Signal war stärker als das Gesetz. Der Kinderzuschlag ist beispielsweise im Zuge dieses Gesetzes von 170 auf 185 Euro erhöht worden. Und da kann man allen Familien nur raten, bitte gebt nicht alles auf einmal aus. Ja, also das ist ja die Diskrepanz zwischen dem, wie dieses Gesetz heißt, und das, was es nachher darstellt, könnte höher nicht sein. Und eigentlich, wenn man ein Gewissen hätte, müsste man sich für so eine Augenwischerei schämen. Giffey versprach zudem, die Beantragung des Kinderzuschlags zu vereinfachen, indem die Formulare online zugänglich gemacht würden. Es solle möglich sein, den Antrag auf dem Smartphone ausfüllen zu können. Jo, jetzt muss man dazu wissen, dass in Deutschland jeder, der hier reinkommt und sagt Asyl, Leute hat, die ihm helfen, beratend zur Seite stehen, um solche Anträge auszufüllen. Der Otto-Normal-Mensch hat das nicht in Deutschland und muss sich dann durch solche Dinge alleine durchquälen. Und ja, auch ich bin bekennende Formular-Legasthenikerin, ich brauche auch einen Steuerberater, ich kann das einfach nicht. Ich bräuchte auch jemanden, der mich da berät. Und jetzt gehöre ich nicht zum untersten Bildungsdrittel dieser wunderbaren Republik. Heißt, dass wir hier ein Ding geschaffen haben, was nicht im Ansatz abgerufen werden kann, weil es viele Leute gibt, die wesentlich mehr Schwierigkeiten haben mit Formularen als die Frau Höchst. Gut,
Das wirft natürlich ein bezeichnendes Licht, das nur zwei Aspekte auf die eine Familienpolitik, welchen diesen Namen nicht im Ansatz verdient. Und ein weiterer Hinweis darauf, wo wir familienpolitisch in Deutschland stehen, ist, dass eine der Akte, die am wichtigsten sind für diese gewesene Ministerin, das Hissen der Regenbogenflagge vor dem Ministerium war. Das ist also der Akt, der für Deutschland Familienpolitik symbolisieren nicht besser könnte. Gut, dann haben wir bedingt die Trennung der Familie dadurch, dass beide Elternteile arbeiten müssen. Ich habe dazu schon etwas gesagt. Was mich wirklich entsetzt hat bei meiner Recherche, war, dass dort auch die sogenannte konservative, christlich-konservative CDU sehr beigetragen hat. Und durch diese Auflösung der Familie haben wir das Phänomen, dass wir ganz viele Menschen in Altersarmut haben, die zu nichts mehr sich nutze fühlen, abgestorben sind, in Seniorenheimen dahin vegetieren. Trotz einer der längsten Arbeitszeiten in Europa könnten diese Menschen sich noch für ihre Familien engagieren, wenn wir das zuließen und wenn wir das wollten. Wir haben die höchsten Strompreise in Europa, beim Eigentum sind wir hinter Albanien, wir haben die geringsten Ersparnisse, wir haben einen Haufen Pendler und all das führt einfach dazu, dass Familien unglaublich belastet sind und die haben natürlich mit diesem wunderbaren, starken Familiengesetz keine Linderung erfahren. Und ich möchte aus dem Gesetz mal ein bisschen was zitieren mit Ihrer Erlaubnis, weil das kann man nicht erzählen, das muss man hören. Uns sind in meinem Büro die Köpfe in Scheiben abgefallen, weil man einfach das als Familienpolitik in Deutschland erfolgreich auch noch verkauft. Diese Partei, die sowas macht in Koalition, ist jetzt die Partei mit den meisten Stimmen in Deutschland. Das ist traurig. Also der Kinderzuschlag soll so erhöht werden, dass er zusammen mit dem Kindergeld den durchschnittlichen Bedarf eines Kindes in Höhe des steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimums mit Ausnahme des Betrages für Bildung und Teilhabe deckt. Die Bildungs- und Teilhabeleistungen werden den Kindern besonders gewährt. Kindeseinkommen soll den Kinderzuschlag nur noch zu 45% statt wie bisher 100% mindern, soweit dadurch nicht mehr als 100 Euro vom Kindeseinkommen unberücksichtigt bleiben. Darüber hinausgehendes Kindeseinkommen wird wie bisher zu 100% angerechnet. Drittens, die Inanspruchnahme des Kinderzuschlags wird durch einen einheitlichen Bewilligungszeitraum von 6 Monaten und durch feste Bemessungszeiträume wesentlich vereinfacht. Viertens, die Abbruchkante, an der der Kinderzuschlag bislang schlagartig entfällt, wird abgeschafft. Dazu werden die oberen Einkommensgrenzen aufgehoben und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal tun werde, aber ich möchte an dieser Stelle Greta Thunberg zitieren mit bla, bla, bla. Ja, also dieses starke Familiengesetz heißt unterm Strich, dass für Familien nichts übrig ist. Wir haben hier ein tolles Beispiel, wie öffentliche Propaganda und die mehr als dürftige Umsetzung in Deutschland als Feigenblatt für eine Familienpolitik agiert, die den Namen nicht verdient. Und was liegt näher, was liegt näher, als dass dieser Verkauf von Pseudo-Wohltaten für die deutsche Bevölkerung wichtiger ist, als die aktive tatsächliche Wohltat für die Bevölkerung. Und Aufschluss darüber gibt ein Artikel in der Welt vom 12.03.2015 mit dem Titel »Merkel will die Deutschen durch Nudging erziehen«. Ich weiß nicht, ob sich da jemand dran erinnert. Nicht nur erziehen, sondern, ich sage das jetzt mit eigenen Worten, steuern und veräppeln. Und 2015 schreibt beispielsweise die Bundesregierung weitere Arbeitsstellen für Nudging aus und gründet die Arbeitsgruppe Wirksam Regieren. Diese Arbeitsgruppe wird direkt dem Kanzleramt zugeordnet. Und ich habe nachgefragt von meinem Büro aus, wie viele Fachleute für Verhaltensökonomie die Bundesregierung mittlerweile beschäftigt. Und da bekommen wir die armselige Antwort, wir wissen es nicht.
Die Regierung weiß nicht, welche Leute sie mit welchen Abschlüssen beschäftigt. Das war der Wortlaut der Antwort. Und diese Arbeitsgruppe, also im Koalitionsvertrag CDU/CSU/SPD zur 19. Wahlperiode steht, zu deren Einsatz bei ausgewählten politischen Vorhaben alternative Gestaltungs- und Umsetzungsmöglichkeiten ganz praktisch unter realistischen Bedingungen zu erarbeiten. Und dabei hilft es, wenn man betrachtet, dass in Deutschland die Hauptanteilseigner an der Printpresse die SPD ist, die GEZ Staatsfunkmedien mittlerweile mehr oder weniger die Rolle übernommen haben von Staatspropaganda. Und dann kommt man mit Nudging-Vorhaben und Framing-Vorhaben natürlich besonders weit. Wir alle wissen, man lernt am besten, lernpsychologisch, durch unendliche Wiederholungen. Und so gelangen die Radiosender, die Fernsehsender und die Printpresse mit ihren Wortprägungen und Einordnungen von bestimmten politischen Verhalten in den Vordergrund. Gut. Ich kürze das jetzt ein bisschen. Ich könnte den ganzen Tag reden, Sie merken das schon. Und wir springen zu Folie 15 nochmal. Genau. Das ist auch schon angerissen worden in dem Vorgängervortrag. Wir haben eine Entwicklung, die besorgniserregend ist und an der der Staat kein Interesse zeigt, mit den Regierungen, die wir haben, das zu ändern. Besonders eingehen möchte ich nochmal auf die Abtreibungen auf hohem Niveau. Wir haben im Schnitt etwa 100.000 Abtreibungen im Jahr, plus minus. Das heißt, in den letzten 20 Jahren haben wir wie viele abgetrieben? Das sind alles Personen, die fehlen. In 10 Jahren 1 Million Leute, in 20 Jahren 2 Millionen abgetriebene Kinder, die hier fehlen. Sie gründen keine neuen Familien, sie nehmen nicht am Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen Leben teil und sie tragen maßgeblich dazu bei, dass wir weniger Personen werden. Interessant ist auch nochmal hier an der Stelle zu erwähnen, ist zwar eigentlich auch ein Übergriff noch auf andere Politikfelder, aber wir müssen die Abwanderung anschauen. Wie viele Menschen wandern ab aus Deutschland, aus dem hohen Bildungssegment? Das sind ja vor allen Dingen akademische Familien oder Familien aus dem Facharbeitersegment, die uns verlassen und die hier auch keine Familien gründen oder mit ihren Familien nicht da bleiben. Ja. Dann auf Folie 16. Die eben gesehenen Probleme sind aber kein allein deutsches Problem, sondern ein internationales Problem vieler hochentwickelter Länder. Japan hat zum Beispiel den Schwund akzeptiert. Die haben aber gleichzeitig eine andere Einwanderungspolitik als wir hier in Europa. Und inwieweit Frankreich oder Ungarn oder Russland das Problem lösen konnten mit ihrer aktivierenden Familienpolitik, das werden wir noch sehen müssen. Wir haben viele Zusammenarbeiten auf parlamentarischer Ebene. Gott sei Dank verfügen wir über den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages und können dort sehr viel nachfragen. Und das tun wir auch, um Art und Umfang sowie Erfolg und Misserfolg eventueller Kosten eingeführter Familienfördermaßnahmen überzeugend darstellen zu lassen. Das ist auch ein Tipp, den ich Ihnen geben möchte. Schauen Sie, wenn Sie Schlagwörter haben, auch immer in der Schlagwortverkettung nach diesen Schlagwörtern und dem wissenschaftlichen Dienst. Womöglich haben wir dazu schon Sachen ausarbeiten lassen oder eben auch andere Fraktionen, die uns weiterführen. Wir brauchen einen zentralen Informationspool insgesamt für uns, um zu schauen, was machen andere Länder Europas? Wie funktioniert das da? Wir haben jetzt angefangen, uns zu treffen. Das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Ansatz, weil wir schauen müssen, was funktioniert bei wem wo. Wir haben mittlerweile schon ganz unterschiedliche Voraussetzungen in den verschiedenen Ländern. Das müssen wir auch gut abgleichen.
Des Weiteren wäre es auch eine gute Idee zu schauen, wenn wir eine Excel-Datei erstellen, wo wir automatisiert eintragen mit den Ausgangsdaten, was haben wir und was ist dadurch entstanden und in welchem Land, damit wir eine größere Übersicht bekommen über das, was geht und zu welchen Folgen und Konsequenzen das führt. Natürlich brauchen wir regelmäßige internationale Treffen zwecks Evaluierung von den Maßnahmen. Ich möchte jetzt noch einiges sagen zu dem, was wir in der kommenden Legislaturperiode umtreiben wollen. Wir haben von der AfD andere Ansichten natürlich als die der Regierung, was tatsächlich Familien stärkt. Und das geht zum einen in die Richtung als Prämisse, es muss wieder möglich sein, eine Familie von einem Gehalt zu ernähren. Das muss wieder möglich sein. Und wir müssen deswegen Familien so weit steuerlich entlasten und besser stellen, damit diese Familien ohne Einmischung des Staates entscheiden können, bleibt die Mami zu Hause, bleibt der Papi zu Hause, wer bleibt wie lange zu Hause. Das ist eine individualisierte Entscheidung der Familie, wo der Staat nichts verloren hat. Wir möchten beispielsweise als aktivierende Familienpolitik unbedingt einführen, dass Kinderbedarfsartikel steuerlich absetzbar sind. Wir möchten die Mehrwertsteuer für Kinderbedarfsartikel senken, weil wer zwei oder drei Kinder in den Windeln hat, der weiß, dass man da bis zu Ende der Windelphase einen Kleinwagen investiert, ganz locker, mit den Baby-Popotüchern und so weiter. Das sind unglaubliche Mengen an Geldern, die da bei Familien durchfließen und auch abfließen, die wir so nicht berücksichtigen. Wir müssen schauen, dass wir die Wertschätzung von Familien nochmal anders darstellen, auch im Wertegefüge der Rente. Wir möchten jeder Familie für jedes Kind 20.000 Euro auf bereits gezahlte Rentenversicherungsbeiträge erstatten oder erlassen für zukünftige noch nicht gezahlte Rentenversicherungsbeiträge, und zwar ohne, dass die Leistungen dann gekürzt werden. Das ist eine ganz wichtige Forderung von uns, damit einfach nochmal klar ist, welchen Stellenwert die Familie als nicht als Selbstverwirklichung und als Konsumgut mit Kindern, sondern als tragende Säule der Gesellschaft wirklich darstellt. Ja, wir brauchen zu den KfW-Krediten, die wir bereits haben, ganz andere Größenordnungen und Dimensionen. Natürlich ist es uns klar, dass man Familien nicht alleine mit geldwerten Leistungen zu Familien formen kann. Aber machen wir uns doch mal klar, warum die meisten Ehen auseinandergehen. In den Umfragen oder Studien, die dazu gemacht worden sind, rangiert immer ganz häufig als Hauptstreitgrund eine unterschiedliche Prioritätensetzung bei der Verausgabung von gemeinsamen Geldern. Oder weil man ständig unter Hochstrom steht, weil man am Rande des Existenzminimums operiert, weil man nicht weiß, wie man seine nächste Stromrechnung bezahlen soll. Und es entbrennen sehr viele Streitpunkte daran, wer bringt die Kinder dann zur Kindertagesbetreuung, wer holt ab, wer ist zuständig, wer nimmt die Betreuungstage und so weiter. Also dieses Korsett, dieses Funktionieren für Familien ist so eng und so streng, dass da bei Nerven, die blank liegen, häufig unüberbrückbare Differenzen entstehen. Und das ist in der Statistik tatsächlich häufiger als das Fremdgehen oder das verschuldete Ende einer Ehe. Und das muss man sich zu Gemüte führen. Das passt nämlich dazu, dass die meisten Frauen, wenn sie befragt werden zu den Gründen einer Abtreibung, mitnichten sagen, dass sie abgetrieben haben aus kriminologischen Gründen, weil sie eben vergewaltigt worden sind. Das sind unter 5% der Fälle jedes Jahr von 100.000. Und auch nicht, weil das Kind schwer krank sei. Das sind unter 10% der Fälle jedes Jahr in Deutschland. Sondern die allermeisten Frauen geben die soziale Indikation an, Zukunftsangst. Sie wissen nicht, wie sie dieses weitere Kind oder dieses Kind
im besten Deutschland aller Zeiten durchbringen können. Und da sieht man einfach, wie schwer es Familien oder Familien, die es werden wollen, gemacht wird. Und es liegt am Geld zu einem gewissen Punkt, ja, man kann mehr Sicherheit geben, mehr Nestwärme schaffen, indem Familien eben nicht durch Existenzängste geplagt werden von früh bis spät. Aber es geht auch um das Wertegerüst, zu schauen, welchen Stellenwert haben Familien. Und da werden wir als Alternative für Deutschland Gegenframing betreiben, wo auch immer wir können, um klarzumachen, dass familienrelevante Leistungen nicht erst dann etwas wert sind, wenn sie durch die Tagesmutter geschehen und dass haushaltsrelevante Leistungen nicht erst dann etwas wert sind für die Gesellschaft, wenn sie durch eine steuerlich angezeigte Haushaltshilfe passieren, sondern wenn sie durch die Familie selbst erbracht werden. Das ist ein langer Weg. Corona hat nochmal sehr vielen die Augen geöffnet, dass wir mit unseren Forderungen für junge Familien, aber auch für schon bestehende Familien richtig liegen. Eine klassische Familie, wo auch die Großeltern wieder mit eingebunden sind, das ist auch eine Forderung der AfD. Da können wir wirklich zusammenhalten und jeder für sich verantwortlich sein Leben gestalten. Das wollte ich im Nachklapp noch sagen an Ihren Vortrag. Ich glaube, dass wir wieder dahin kommen müssen, dass die Verantwortung ganz deutlich zu den einzelnen Leuten verschoben wird. Jeder ist zunächst für sich und seine Familie verantwortlich. Mir ist das klar geworden, nochmal, als Sie über die Entwicklungshilfe referiert haben, dass die Entwicklungshilfe, wie wir sie die ganze Zeit leisten, von Europa aus in den schwarzen Kontinent Afrika, eigentlich Rassismus zeigt, weil wir diesen Leuten nicht auf Augenhöhe begegnen, sondern so tun, als müssten wir, die besser wissenden Europäer, die Verantwortung für deren Lebensart übernehmen. Ich denke, dass wir dort in der Entwicklungshilfe auch umsteuern müssen und schauen müssen, dass Menschen vor Ort verstehen, dass sie mündige Bürger sind, mündige Individuen, nicht länger die von Sklaventreibern gehaltenen Untermenschen, wie es ja den Kolonialisten immer vorgeworfen wird, sondern sie agieren mit uns auf Augenhöhe. Und das bedeutet, ganz wie Sie das gesagt haben, dass man schaut, wem gibt man die Entwicklungshilfe? Wer hält wirklich das Ruder so in der Hand, dass die Menschen im eigenen Land verstehen, dass sie für sich und ihre Familie und ihre Fortpflanzungsverhalten verantwortlich sind. Das brauchen wir auch wieder in Deutschland. Vielen Dank.